Zweites tot. Da unten ist noch ein zweites, glaube ich. Ja, das ist noch ein zweites. Oh, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner. Dungeon. Okay. Mein Schwert ist bald kaputt. Ich hab eine Fackel. Ja, komm, geh runter. Komm hoch. Komm runter, schnell. Okay. Okay, oh mein Gott, sind da viele. Oh mein Gott, komm hoch. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Captive Minecraft 2. Wir sind hier oben stehen geblieben in der letzten Folge bei Conny. Arena Fight. Dum-dum-dum. Warte. Nein, okay. Möchtest du mich gerade angreifen? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ganz schnell wieder in die Höhle. Da, wo wir stehen geblieben waren bei dir. Okay, hey. Was wollen wir da unten machen? Warte, ich wollte... Spitzhacke wollten wir doch noch machen, aus Eisen. Stimmt, ich hab sie dabei. Ich baue mit der aber erstmal wenig ab. Ich hab die jetzt nur im Inventar hier rumliegen. Ich baue mir aber auch mal eine. Eine Axt wollten wir auch noch machen. Ja, aber brauchen wir... Mach aber eine Spitzhacke mit... Wie, aus Eisen? Ja, baue ich mir jetzt. Puh, reicht nicht eine? Warum denn nicht? Also, ja, ich denke mal so... Ich meine, es geht dabei ja nur um die Stöcker. Und ob ich mir jetzt eine aus Stein mache oder aus Eisen, ist ja egal. Die Stöcker sind ja bei beiden gleich. Ich weiß ja nicht, wie viel Eisen hier vorhanden ist auf dieser Map. Ich denke schon reichlich, wie auf jeder normalen Karte. Ich meine, wir haben ja hier noch Dungeons und alles mögliche. Also daran wird das nicht... Hier kommt auch wieder Holz. Da, gleich. Uiuiui. Aber wir müssen mal schauen, was das nächste Achievement ist, was wir da machen können. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie anderen Clay bekommen unten. Oder unten noch eine Kiste finden oder irgendwas. Das wäre echt schön, Oh ja. Wollen wir nach unten gehen? Ja, komm, ab nach unten. Ich nehme mir noch ein paar Suppen mit. Mit der wunderschönen Tür hier an der Tür vorbei. Und jetzt... Oh, ich höre wieder ein Skelett. Oh, hallo, wo bist du denn? Hey, hallo. Hey, kleines Skelett, hey, komm doch her. So, komm zu Papa. Oh, hier sind zwei. Oh. Hallo, ja moin. Na, das ist der Peter und der Dieter. Der Peter und der Dieter, der Peter ist tot und der Dieter ist auch tot. Ja, und der Conny Crofter ist auch gleich tot. Nee, ich lebe noch. So, weiter runter, komm, schnell. Und hört schon wieder die Spinnen, die sind alle am Lauern hier, die kommen da alle nicht durch. Unsere Gänge sind immer noch so ein bisschen chaotisch. Hier geht's weiter. Ein wenig. So, hier geht's weiter. Nee, da war auch zu. Das nimmt schon wieder Maß an wie bei Captive Minecraft 1. Da war es ja auch genauso mit der Höhle am Anfang. Genau. Mit dem Gang unten. Nee, da können wir nicht lang. Ja, ich nehme nur die Zäune kurz mit. Schluck auf. Oh, ich hasse es. Ohne Witz. Du musst wieder auf den Kopf trinken. Das sieht man dann in seiner Facecam. Ich habe wieder Eisen gefunden. Das okay, zum super. Thema. Baust du dich gerade mit der Eisenspitzhacke fort? Nein, natürlich nicht. Okay, super. So. Ich leuchte mal so ein bisschen aus hinter dir, warte, mach mal einen. Ich hab auch eine Fackel, warte mal. Ja, ich hab 6, bewahr dir deine lieber, okay. Ja, die ich schmeiß dir noch eine zu. Och, das ist aber nett von dir. Ja, falls du dich wieder irgendwo einbauen musst, kannst du dir wenigstens Licht machen, weißt du? Wow. So, ich hab nur eine Holzspitzhacke und eine Eisenspitzhacke, also ich denke, ich nehme jetzt zum Abbauen erstmal die Holzspitzhacke. Ich gehe mal hier so mal so ein bisschen in eine Seitengänge und schau mal, ob ich da irgendwie auf Erze stoße oder so. Gerne. Da ist nix, da ist auch nix. Da ist Eisen. Oh, ich höre wieder Monster. Das bedeutet wohl, dass ihr auch bald wieder in eine Höhle kommt. Ich baue mal das Eisen. Hast du gerade gefurzt? Nein, das war auch wieder Schluck auf. Alter, ich dachte so... Pff. Aber so ein unterdrückter Schluck auf, weißt du? Ich probiere es die ganze Zeit. Hier ist richtig viel Eisen, ey. Und ich habe eine neue Höhle übrigens gerade gefunden. Komm mal runter. Hier ist... Ja, bei mir auch nochmal. Richtig viel Eisen, okay. So. Und noch Kohle. Oh, Skelett. Okay. Nimmst du gerade? Ah ja, du nimmst gerade auf. Okay, dann ist gut, da muss ich nicht unbedingt dabei sein gerade. Weil ich nehme jetzt erstmal hier die Kohle mit. Skelett, okay, komm her. Kohle und Eisen haben wir erstmal genug. Holz haben wir. Wir haben eigentlich von allem jetzt erstmal was. Aber ich fände es trotzdem angenehmer, wenn wir einen Setzling hätten. Aber ich weiß nicht, vielleicht bekommt man ja auch gar keinen und wir müssen richtig vorsichtig mit dem Holz umgehen. Kann sein, ja. Oh Gott! Oh weia. Das war aber ein harter Schlag gerade, den ich da abbekommen habe. Willst du hochkommen? Ich hab Fackeln. Nee. Ich bin echt, das war gerade wieder mal ein Wunder eigentlich, dass ich überlebt habe. Der Creeper ist praktisch ein Block vor mir explodiert. Alter. Das war sehr knapp. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Oha. Und da ist nichts passiert, du bist nicht gestorben. Nee, ich hatte aber auch nur noch 3 Herzen. Ich nehme mal wieder hier das Dings mit. Guck mal, da oben ist auch wieder Eisen. Also Eisen, wir haben überall Eisen. Ist das ein Enderman? Wo? Der da auf dem Boden rumbackt, ich sehe auch wieder Eisen. Warte, ich guck mal. Was ist das? Ich sehe nichts. Hä, siehst geh du mal das weg. Nicht? Nee. Ehrlich nicht? Wo denn? Ich mach einen Screenshot und schick den dir nach der Aufnahme. Okay. Was ist denn das? Okay, ich hab einen Screenshot. Wollen wir uns da runterbauen? Ja, kannst du machen. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass da halt ein Enderman jetzt ist, weil ich sehe da backt irgendwas und das leuchtet lila. Über dir ist auch Holz. Lass erstmal das Holz mitnehmen. Okay.
Warte, ich nehme das Holz mal eben mit. Unsere Höhlengänge. Ja. Die sind so unstrukturiert. So, ich könnte auch einfach einen Weg von oben nach unten machen mit Leitern irgendwie. Ja, so eine Wendeltreppe oder sowas. So, ich nehme mal noch das Eisen da mit. So, Eisen habe ich auch. Wir könnten mal wieder ein Achievement machen irgendwie. Ja. Nur welches? Leuchtet mal hier noch eben aus. Ja. Ich guck mal, was ich gefunden habe. Wieder mal ein Zombie, ein Skelett. Hallo. Na, wie geht's euch hier unten? Da packt bei mir immer noch was rum. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie ein lilaner Silberfisch. Okay, gehst du weg? Ja. Mein Schwert ist auch bald kaputt. Okay, warte, ich mach mal ganz kurz hier. Moment. Ich mach da schon, lauf mir jetzt nicht rein ins Schwert. Ich schau mal erst mal ganz kurz, wer da alles ist, okay? Die kommen jetzt alle zu mir hier hin. Ja, ich seh das. Ich bin hinter dir. Okay, guck mal. Oh, wir haben hier auch Ich seh da zwei Skelette. Guck mal. Wir haben hier die Dings. Wie heißt das? Die Loren. Die Schienen für einen Erfolg. Komm. Bist du bereit für einen Mega-Angriff? Ja, bin ich. Mein Schwert ist zwar bald kaputt, aber okay, tot. Erstes Skelett ist tot. Da unten ist noch ein zweites, glaube ich. Ja, das ist noch ein zweites. Da ist ein Spawner. Dungeon. Okay. Mein Schwert ist bald kaputt. Ich hab eine Fackel. Ja, komm, geh runter. Komm hoch. Komm runter, schnell. Okay. Okay, oh mein Gott, sind da viele. Oh mein Gott, komm hoch. Komm hoch. Das ist zu viel. Nein. Ich schaff das. Ich hab kein Schwert mehr. Ich helf dir. Oh jo, wir gehen einfach ohne Schwert mal wieder rauf. Okay, warte, noch nicht. Ja, okay. Okay, da guck ich rein. Nahrung. Die brauchen wir für den Dings. Ja, Nahrung haben wir genug. Ich würde sagen, die behalten wir erstmal. Wir haben einen. Alter, Samen. Weißt du, was uns dieser Samen bedeutet? Wir können die Pilzkugel vermehren. Und? Wir brauchen Erde, um ihn darauf pflanzen zu können. Oh, wir haben eine goldene Pferderüstung. Okay, Namensschild, Fäden. Okay. Nimm du das erstmal alles mit und dann lass alles safen. Ja, bitte. Oh, wenn ich jetzt sterbe. Oh, weia. Ich habe gar kein Schwert mehr. Das könnte ein Problem werden. Ich nehme die Kisten auch mal mit, dann können wir die oben, nämlich brauchen wir für Kisten kein Holz zu verschwenden. Okay. Ja, gute Idee. Den Spawner erstmal hier stehen lassen. Ja. Der ist ja ausgeleuchtet. Und Eisen auf jeden Fall auch immer mitnehmen auf dem Weg, wenn wir irgendwo mal. Ja, habe ich auch schon. Ich habe auch schon wieder 12 Eisen dabei. Krass. Es läuft. Also langsam, wir bauen uns immer weiter aus. Fort. So, ich baue mal eben noch mit meiner Holzspitzhacke hier die Kohle ab, weil die muss eh irgendwann kaputt gehen. Ich würde so gerne, wirklich so verdammt gerne einfach mal ein neues Monument oder ein Achievement machen. Ja, habe ich mir auch nur gedacht, was kommt als nächstes? Ich gucke nochmal gerade. Erfolge, warte mal. Erfolge. Alter, Gomme, siehst du, wie viel Holz hier rumliegt? Oh, Mann, sind wir blind? Und ich dachte auch gerade so, das ist ja wie im Himmel. Wir kommen mit einer Axt wieder, warte mal, ich gehe direkt hoch. Okay, ich baue mal die Railways hier noch ab, weil damit können wir endlich das mit der Lore machen. Richtig. Wir können uns eine Lore machen. Eben. Puh. Weil der Erfolg geht jetzt auch endlich. Oh, bloß nicht sterben, Gomme. Ich hab kein Schwert jetzt. Ich hab gar nichts. Also wenn ich jetzt hier... Pass auf, aber ich hab eigentlich relativ viel ausgeleuchtet. Ich fang schon mal an mit abbauen hier unten, damit die Axt nicht so sehr verschwendet wird. Oh, ich hab so Schiss. Mit der Hand ab. Ich hab so Schiss gerade hier vor. Wenn irgendwas passiert, bau dich ein. Normalerweise bin ich immer so eher der Draufgänger, so, aber jetzt gerade... Jetzt gerade... Draufgänger. Ja, kennt man ja von mir. Deswegen sterbe ich auch so oft. Bist du eigentlich hier schon gestorben? Warte, ich schau mal kurz im Stat. Nee, ne? Und da ist ein Creeper! Nein! Alter, Gomme, pass auf. Ich geh einfach hoch. Viele Sachen dabei. Wir haben eine Tür. Warte, ich... Okay, ich bin ihm weggelaufen. Er hat mich gar nicht richtig bemerkt. Okay. So, ich bin gleich oben. Schnell, Tür auf! Mann, ich bug in der Tür! Oh, ich dachte schon, der Creeper wäre hinter mir. Alter. Ich bin oben. Schnell, alles in die Truhe. Jawohl. Du brauchst gar keine Axt, Mann. Ich hab das Ganze schon mitgenommen, das ganze Holz mit der Hand. Sehr gut, aber ich mache mir trotzdem eine Axt, oder? Ja, ist eh wichtig. So, oh, alles ist in der Truhe erstmal gesaved. Der Samen, das Fleisch, das Eisen. Ein paar Sachen. Ein paar wichtige Sachen. Aber ich habe auch noch ein paar Sachen. Warte, ich habe noch die 8 Schienen, 2 Kisten. Und wir haben ja Knochen. Warte mal, mit Knochen können wir... Oh ja, Knochenmehl und dann können wir Weizen ohne Ende machen. Sehr gut. Aber wir brauchen Erde. Erde, ja. Und Wasser. Das bedeutet aber automatisch, das kommt noch irgendwann. Ja, und das bedeutet, dass wir Erde haben und, du bist und dann ja vielleicht eventuell... Naja. Was bin ich? Ah, jetzt geht's wieder. Immer wenn du fragst, was bin ich, dann geht's wieder. Und dadurch, dass wir Erde haben, wird eventuell auch noch Wasser kommen, weil dann denken sie ja, okay, die brauchen ein bisschen hier, bisschen farmen. Und dann kommt eventuell auch mal irgendwann ein Setzling, ja. Wow. Ich sehe den Creeper, war das der, den du auch gesehen hast? Ja. Der steht da wahrscheinlich immer noch. Ich schaff ihn. Pass auf, ich möchte jetzt keinen Boom hören. Oh, er ist tot. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Sehr episch. Aber ich hab's geschafft. Okay, ich gehe jetzt langsam hoch. Mal schauen, ob hier noch was ist. Nee, hier ist nichts. Das Dümmste, was man machen kann, ist eigentlich... Da ist ja noch ein Creeper. Was? Das war ja nur ein Creeper. Was? Ich komm runter. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte, nee, ich schaff es. Bleib du einfach oben. Ich schaff den alleine. Okay.
Er ist der Draufgänger hier. Er ist tot. Oh, ich hab einen Gunpowder. Boah, puh. Beide tot. So, ich kann auch wieder. Ich kann auch wieder angreifen. Alter. Ja, ich komm kurz nach oben und lager meine Sachen, dann gehen wir wieder zusammen runter, ne? Obwohl, ich gehe schon mal wieder runter. Ich guck mich da mal ein wenig. Wichtig ist immer, die Tür zu lassen. Sonst sieht's. Aber die Tür ist echt die beste Idee, die wir je hatten, glaube ich. So, die Pilze kann man jetzt nämlich, glaube ich, auch vermehren, indem man... Was muss man denn da nochmal machen? Wen kann man vermehren? Die Pilze, aber ich glaube, man muss die auf Stein pflanzen, anstatt auf das andere. Aber die Pilze können uns auch sowas von scheißegal sein, weil wir haben eine Pilzkuh oben. Und wir haben noch Fleisch in der Truhe. Gebratenes. So, das Eisen. Ich packe auch mal meine 12 Eisen in eine Kiste, dann haben wir erstmal relativ viel Eisen. Ja, ich höre hier wieder überall Spinnen, das macht mir Angst, aber die können ja eigentlich von nirgendwo kommen. Wir haben ja überall ausgeleuchtet. Die können von nirgendwo kommen. So, ich stelle da mal noch eine Truhe hin. Dann packe ich da mal noch das alles rein, was ich hier habe. Da habe ich noch roten Sand. Ich esse mal noch eine Suppe. Ja. Ich fülle mal die Suppen wieder auf, ne? Weil hier sind so ein paar leere. 6 leere sind hier gerade. Jojo, ich habe hier auch schon wieder gerade ein wenig Holz gefunden. Darf ich mir ein Eisenschwert machen? Ja, mach ruhig. Habe ich auch. Ich habe so viel Holz. Habe ich jetzt auch. Ich habe so viel Holz gerade in die Kiste gepackt. Ja, okay, dann mache ich mir auch ein Eisenschwert. Dann bin ich viel, viel sicherer unterwegs. Und das Eisen können wir dann... Ich weiß nicht, in... Ja, ich mache mir erstmal ein Eisenschwert. Rüstung brauchen wir, denke ich, erstmal nicht. Warum? Hier unten, wo du gerade warst. Warum ist hier roter Clay? Hast du den da hingestellt? Nee, der war da schon. Hey, Gomme, gib dir das mal. Rate, wie viel... Wir haben ein halbes Stack Holz. Ja. Alter, ist das viel. Das ist richtig gut. Und ich meine, früher, na gut, wenn man mal so überlegt, an sich ist es ja nicht viel. Aber so im Vergleich, früher waren wir voll die Leute, die eigentlich immer Holz so im Überschuss hatten und so bei Captive Minecraft 1. Und jetzt freuen wir uns über einen halben Stack an Holz. Hä? Ja, wir hatten... Die Welt ist aber schon verdreht hier. Alles ist verdreht. Zum Ende hin hatten wir auch nur Dings. Auch immer so einen kleinen Holzmangel. Aber weil wir keinen Bock hatten, diese Setzlinge anzupflanzen. Ja, richtig, richtig. So, gut. Ich nehme jetzt mir hier wieder so ein paar Sachen mit und dann komme ich wieder mit unten hin in die Höhle. Ich mache mir nochmal eben 4 Fackeln. Okay. So, eine Schaufel brauche ich ja nicht unbedingt. Ich buddel mich nochmal ein Stück weiter nach unten. Ja, oder warte auf mich, ich bin nämlich auch unterwegs, aber du hast jetzt auch ein Eisenschwert und alles. Ich meine, beim Runterbuddeln verpasst du nichts. Ja. Ich höre auch schon wieder neue Zombies. Und ich habe Wasser gefunden. Ja, okay. Oh, gut. Soll ich einen Eimer mitnehmen? Ja, stimmt, stimmt. Dann gehe ich nochmal nach oben. Oh, na gut. Gerade unten angekommen. Okay, tschüss. Obwohl, nee, keine Werkbank mehr machen, das wäre Verschwendung. Eine zweite Werkbank. Ja, wir haben ja schon eine oben, deswegen lieber nochmal hochlaufen. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Nochmal Wasser. Hier, ist er, okay. Und hier sind irgendwelche Blöcke, die auf den Dungeon hindeuten. Endlose Quelle. Ja, stimmt. Ich mache aber nur einen Eimer und dann laufe ich lieber öfters, weil ich möchte nicht so viel Eisen verschwenden, um 2 Eimer zu machen. Obwohl, wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Stimmt, Eisen haben wir genug. Eisen haben wir jetzt echt mehr als ein halbes Deck. Hier ist ja so viel Wasser. So. Oh ja, da unten ist ein Zombie, ich sehe ihn. Oh, was? Von wo kamst du denn? Pass auf. Du Mistvieh. Was? Von wo kam er denn? Ich mache hier erstmal dicht. Das hat mich aber gerade erschreckt. Hier kam ein Skelett von... aus dem Nirgendwo. Ich weiß nicht, von wo das kam. Wo bist denn du? Ah, warte, ich komme. Beim Dungeon unten. Ganz unten. Du musst okay, immer weiter unterwegs. Nach unten. Ich bin unterwegs. Ich komme dir entgegen. Ja, ich sehe dich. Ich bin da. Okay, wo ist Wasser? Noch weiter unten. Noch viel weiter unten. Hier entlang, genau. Hallo. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Das ist unglaublich tief. Ihr seht schon, das ist viel, viel tiefer als das andere. Hier. Alter, hier auch noch durch. Okay. Und darunter ist halt wieder ein neues Dungeon mit neuen Zombies, Skeletten, Creeper. Ja, aber wo? Ist der, ja, das ist jetzt die Frage. Von wo kommt das da? Da? Okay, ein Wasser habe ich. Das zweite kommt wahrscheinlich von da irgendwo. Okay. Ich habe 2 Wasser. Pass auf, ich guck mal hier unter. Da ist sogar noch mehr Wasser, da ist sogar noch mehr Wasser. Ja. Aber soll ich wieder nach oben gehen und eine endliche Quelle machen? Mach doch erstmal hier eine unendliche Quelle. Wir können dann ja noch einmal da reinschauen. Okay. Dann haben wir das Wasser auf jeden Fall schon mal. Was? Oh, guck mal, schon wieder. Von wo kommen die denn immer? Von wo? Sag mir das mal, die spawnen immer da. Ich habe ja noch mehr Fackeln mitgenommen. Ich leuchte jetzt einfach mal rundherum. Moment. Das war vielleicht ein bisschen blöd gerade. Das war aber sehr gut. Das war der Hammer. Ein ganz klein wenig blöd. Ich weiß ja nicht. Also wenn er jetzt nicht ausgeleuchtet ist. Ja. Also, wenn jetzt so ein da spawnt, ne? Dann kriege ich aber die Krise. Ich guck diesen Spawner gerade so böse an, obwohl ich gleich aufnehme. Oh Mann, ey. So. Wollen wir das Ganze unterhöhlen einfach mal? Guck mal. Können wir machen. Alter, siehst du diese Steine und weißt du, was sie bedeuten? Nee. Endportal? Genau. Echt jetzt?
Genau. Echt jetzt? Genau. Haben wir nicht gefunden. Aber ich höre doch gar keine Silberfische. Ich höre auch noch keine. Wollen wir welche, wollen wir einen davon abbauen? Vielleicht kommen welche. Nee, ja, ich habe gerade irgendwie nicht so Bock auf die. Obwohl, einen kann man sich ja mal gönnen. Warte, ich nehme mal noch ein Wasser mit. Einer schadet ja nicht. Ich nehme mal einfach noch ein Wasser mit. Ja, ja, klar, klar. So, da kommt aber immer noch mehr. Ist da eventuell auch eine unendliche Quelle? Ja, guck mal, da sind auch Ranken. Oh, die Ranken müssen abbauen. Okay, pass auf, das Wasser geht weg, das Wasser geht weg. Das ist gar keine Dings, das ist, glaube ich, einfach nur irgendwie, ja, eine Kanalisation. Alter. Boah. Wie viele Mobs sind denn da, bitte? Junge, Massaker, aber man kann die richtig gut töten, ey. Ja, die haben keine Chance. Die sind Junge, so gut wie tot. Ihr stirbt alle, stirbt. Okay, ja, alle tot. Ja, die spawnen aber wieder neu hier irgendwie. Also hier ist gerade wieder vor der Nase mir einer gespawnt. Ich hab ausgeleuchtet bisschen. Ich hab ein wenig Angst irgendwie, wenn ich hier rumschwimme, aber... Oh, ich hab eine Truhe gefunden. Ich hab auch eine Truhe gefunden. Warte, ich komm erstmal zu dir. Bei mir ist... Ja, guck du rein, du nimmst gerade auf. Noch ein Weizen. Ja, schau du einfach rein. Ein Weizen. Jawohl, Wasserflasche, Nahrung, nochmal Weizen, ja. Holzschwert, ja, Holzschwert, hallo. Holzschwert, super, wir laufen hier schon mit einem Eisenschwert rum. Warte, die Ranken, wie baut man die ab? Korrekt. Wir brauchen eine Schere, aber das ist auch erstmal unnötig, wir können die erstmal hier lassen. Mit Ranken. Nein, dann brauchen wir später keine Leitern, musst du dir mal so vorstellen. Stimmt. Okay, deine Truhe. Ui, Kettenhemd mit Dornen 1 und ein Schleimball und Goldnuggets. Die Goldnuggets alle behalten für den Notch-Appel später. Hast du schon tausendmal gesagt, aber ich gebe dir recht. Was laufen wir hier gerade eigentlich rum? Soul Sand. Wie in der Hölle, das ist doch diese Verlangsamung. Der Stein, der einen total verlangsamt, wenn man drüber läuft. Stimmt. Das ist kein Stein, das ist Sand. Und komm mal nochmal runter. Ja. Moment. Guck mal, hier können wir auch einfach lang, glaube ich. Hier. Aber nee, doch nicht. Ich möchte ja nichts ohne dich machen, aber... Ja, ich bin gerade hinter dir. Ich glaube, wenn wir hier... Das ist... Okay, das können wir mal machen. Guck, hier ist auch wieder Wasser. Ja, wir haben erstmal genug Wasser. Ich gehe erstmal mit dem Wasser nach oben. Okay. Oh, oh. Ja, meine Folge, meine Folge. Es wird gerade geflutet. Oh Gott. Und die Fackeln, die werden dann ja wieder weggespült. Schaffst du's? Ja, ja. Hoffentlich. Wenn du hochschwimmst, dann mache ich wieder zu. Ach. Huh, 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 das geht auf die Beine. So, da bin ich. Trenne die Beine nicht. Komm hoch jetzt. Ratsch. Zack. So. Mensch, haben wir wieder mal viel heute geschafft. Auch viel erkundet. Eher so rum. Viel geschafft. Bei der Karte wäre ja normalerweise, wenn man 1000 Achievements bekommt. Aber irgendwie dieses 1,9, wenn man Tab drückt, haben wir jetzt schon seit 2 Folgen. Daran ändert sich jetzt aber, denke ich, auch bald wieder was. Weil wir einfach so viele neue Items haben. Und wir so viele... Aber dafür, man muss halt sagen, die Karte hier ist halt wirklich auf alles Mögliche jetzt spezialisiert. Wir müssen auf viel mehr achten. Das ist halt auch nicht nur Vanilla jetzt. Das ist halt wirklich eine Karte, die etwas umfassender ist. Die hat halt echt noch mehr Elemente als Captive Minecraft 1 und macht aber dadurch auch auf mehr, viel mehr Spaß, finde ich irgendwie. Was Alter, ich ein wenig vermisse, sind so die Inseln in der Luft. Dass man halt auch das Lufterlebnis hat. Es geht halt diesmal mehr in den Untergrund, ne? Genau, genau. Das hätte Alter, ich halt echt gerne. Aber merkt man auch schon daran, dass wir jetzt wirklich schon seit einer Minute hier am Hochkraxeln sind, ey. Ja. Wir müssen das auch mal, irgendwann müssen wir das schön bauen. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls. Mit einem Gang nach unten. Genau. Ja, genau. Machen wir die Tür zu. Wir safe erstmal ganz kurz die Sachen. Wir haben richtig viel Holz und auch wieder richtig viele Sachen. Und die erste Kiste ist auch mittlerweile jetzt gerade schon voll. Warte, ich nehme mal die unnötigen Sachen raus. Das heißt, wir sortieren das bald wieder schon. Ich habe hier schon eine zweite Kiste aufgeschlagen. Ah, top. Dann mache ich jetzt, ja, ich habe die Kiste immer von unten mitgenommen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine unendliche Wasserquelle hin hier. Okay. Und dann können wir hier eventuell bald die Weizenkörner und alles Mögliche hinpacken. Und da haben wir auch schon Kekse. Das können wir erstmal abwarten, was wir aus den Keksen auch noch machen können und alles Mögliche. Genau. Machen wir alles in den nächsten Folgen. Genau. Die nächste Folge kommt wieder bei Coincrafter auf dem Kanal. Und ja, mich würde auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen hoch gebt. Und ja, dann sage ich an der Stelle, ich hoffe mal, ihr seid dabei mit in der nächsten Folge natürlich wieder und begleitet uns hier bei dem Abenteuer. Und ich sage dann an der Stelle jetzt, haut rein und tschö mit Ö. Tschüss.